Guten Morgen, Leute, aus Köln. Heute ist etwas, was ich schon viel zu lange nicht mehr gemacht habe. Und zwar ist heute Spielkindtag. Heute ist Samstag. Und eigentlich immer, wenn man im UFO ist, ist dann Spielkindtag. Dann darf man sich irgendwas Schönes aussuchen. Ja, erstmal wie so ein kleines Weihnachten. Und das habe ich in den letzten Wochen vernachlässigt. Aber heute ist es wieder soweit. Ich habe noch keine Ahnung, was ich mir holen werde. Ich bin gerade auf dem Weg in das örtliche Spielzeugwarengeschäft. Das heißt, für alle, die das nicht interessiert, ihr könnt morgen wieder einschalten. Aber ich darf mir heute erstmal irgendwas Kleines holen, was wir dann nachher im UFO gemeinsam mit den anderen ausprobieren werden. Da sind wir, Leute. Irgendwann holen wir uns mal so einen Monster Truck hier. Oh, der Trend scheint vorbei zu sein, Leute. Fidget Spinner alle nur noch 1 Euro. Die sind richtig schlecht. Eigentlich immer, wenn ich hier hinfahre, steuere ich direkt die ferngesteuerte Fahrzeugabteilung an. Aber dieses Regal hier habe ich bisher immer ziemlich vernachlässigt. Ich weiß gar nicht warum, Leute, weil es gibt mega gute Sachen hier. Wir könnten zum Beispiel ein Mini-Billard im UFO haben, ein Mini-Kicker, Mini-Tischhockey. Mini-Fußball, ey, das ist aber cool. Nee, warte, was ist das hier überhaupt? Das ist kein Fußball, das ist Hover-Fußball. Hover-Soccer-Dispo-Light-and-to-Boots, warte mal. Wie funktioniert das denn? Luftkissen-Fußballset, WTF. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Idee, was es ist. Und eigentlich habe ich mich schon auf was hier vorne eingestellt, aber... Das ist eigentlich eine mega gute Idee. Und ich meine, wenn man sich das hier so anguckt, also das links ist auf jeden Fall Rewe. Und das sieht schon sehr nach mir aus. Leute, wir holen uns das. Hallo. Hallo. Freunde, was ist das? Ja, das siehst du das? Nein, nein. Ich will das sehen. Nein, das ist nur für den Spielkind. Ich brauche sämtliche Ideen. Aha. Hi. Hi. Was geht? Hallo. Na? Ja, stimmt. Ja, Leute, Philipp ist da, habt ihr gerade gesehen? Wow, wie sieht's aus bei euch? Alles gut, bei Long time no see, ne? Ist so. Ja, zumindest eine Woche oder stimmt, so. Stimmt, hast recht, war gar nicht so lange eigentlich. Aber zum Spielkindtag, pünktlich bist du wieder da. Na, einmal zum Spielkind, immer zum Spielkind. Jetzt darf ich es sehen. 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 Ganz Zeit so. Nein, nein, du darfst doch nicht gucken. Ich so, okay. Ey Leute, was habe ich mir hier gekauft? Ey, guck dir mal an. Da sind einfach nur zwei Babys drauf. Also die sind nicht über drei, glaube ich. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber Leon hat schon gesagt, es ist eigentlich dann sichere Alter fürs UFO. So, okay. Weißt du, weil eine Sache drüber, ich glaube, ich kriegen wir nicht hin. Warte, hast du es bestellt oder hast du es? Ja, nein, ich hab's extra mit hingefahren zum Laden. Ach so, okay. Ich unterstütze den lokalen Einzelhandel. Also, du musst dir mal Felix vorstellen, wie er da mit seinem Auto zum Toys R Us vorfährt und sich dann so ein Ding zieht und dann wieder hierher zurückkommt. Ich bin bei der Kasse, habe ich das Bild so auf, so habe ich so hingelegt, dann sieht es weniger schlimm aus. Angeblich, also das ist Hover-Fußball, so heißt das hier, siehst du? Hover-Fußball-Set. Okay, also das soll hovern. Aber ja, das ist wie ein Hoverboard, nur als Fußball. Nein, es ist eine Disc statt einem Fußball. Fußdisc. Aber es ist wie ein Ball, siehst du, es ist aber so eine Form, also es ist so eine Design. Ich würde sagen, lass aufmachen. Ja, lass das Ding einfach aufmachen. Guck, was also, das kann. Es kann sein, dass uns richtig enttäuscht, ne? Okay, ich weiß okay. Nicht. Also ich hab schon große Man hört Hoffnung. Schon so ganz leichte Zweifel in deiner Stimme, muss ich sagen. Ja, weil das kann ja nicht schweben. Aber hä? Was ist das? Ach, für das Tor wahrscheinlich. Ja. Oh Gott, die Tore sind so klein. Das wird nicht leicht. Oh! Ja, ja, schön, Billy. Das hier ist der Ball. Also der hat hier... Ach krass, guck mal. Das ist wirklich, das anscheinend soll das wirklich fliegen, oder was? Vier Stück kommen rein. Jo. Jetzt muss alles wieder rauf. Oh! Alles klar, man kriegt direkt schon ab. Ja, da kommt wirklich Luft raus. Okay. Ach so, eins nicht, eins. Eins, Licht, ja. Okay, nice. Nice. Die schlechteste Anleitung, die ich je gesehen habe. Aber ich glaube, die Tore sind eigentlich einfach zu bauen, weil man muss eigentlich einfach nur die alle hier so einstecken. Und so. So. Ich hoffe, ich mache das richtig, was ich hier mache, aber irgendwie kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass es richtig ist, oder? Wir haben ein Trapez gebaut. Was lacht ihr denn? Felix nimmt einfach alles, was er findet, und steckt es zusammen. Das wäre doch wirklich so. Hey, ich hätte klappen können. Ja, okay, ich hab's. Breite sind Breite. Was für eine geile Anleitung vor allem, ne? 1, 2, 3. Also Ikea ist sogar besser. Also schau, die nach hinten weggehen, das sind die allerkleinsten. Das sind die Höhen und die langen sind die Breiten. Jeder macht ein Tor. Ne? Okay, achso, ja, okay. 3, warte, nein, 2, nein, 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 nein. 1, warte, los. Oh, scheiße. Jetzt kommen die großen rein. Ey, das fehlt, das ist unfair. Du hast ihn versteckt. Fertig. Dich auch. Fertig.
Warte, letzter als erstes. Okay, okay, okay. Jetzt wird nicht, weil das Ding ist, ich glaube, man musste das vorher machen oder so, ne? Aber echt? Ja, bestimmt. Ja, aber es ist nicht schlecht. Ja, warte mal. Was ist hier los? Was ist denn da los? Ja, okay. Da kann ja ein Ball komplett durch. Ja, zeig mal einmal hier. Ey, so am Fernseher. Was ist denn da los? Das stimmt. Was ist das? Klaut, das kannst du nicht machen. Die fehlen nämlich noch hier, ich mach das mal, für dich. Wenn, guck mal, die fehlen noch. Die, ach so, okay. Ja, die mach ich hast du damit noch. Die auf dem Boden so festmachen können. Ja. Und hier auch wieder rein. Jawoll, Alter. Meisterwerk. Perfekt. Zwei nice Tore. Wir sagen, wir stellen die Tore auf. Ach nee, wir müssen erst mal gucken, wo funktioniert der Ball überhaupt. Das ist der Ball. Ich würde sagen, wir gehen raus in den Flur. Draußen haben wir das Tor. Einmal hier. Schön auf der Seite. So machen wir das. Achso, okay. Basketball. Das ist doch ein Hoverball. Also ich meine, da muss er doch hoch. Stimmt. Eigentlich müsste er jetzt hier hochfliegen. Wollen wir das mal gucken? Was meinst du, wie hoch der hovert? Was sagst du? Also schön wäre es natürlich, wenn er so hoch hovert. Macht er aber niemals wahrscheinlich so einen Finger. Ich wette, man sieht gar nicht, dass der hovert. Oder er hovert gar nicht. Der macht nur ganz viel Luft und ein bisschen Licht einfach. Ich stell mal vor, das wird so, das wäre schon nicht schlecht. So. 3, 2, 1. Dum, 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 dum. Was? Hey! Yo, guck mal. Aber, aber ja, das schwimmt wirklich. Ich glaube, das Tor hier oben ist. Ganz ehrlich, ich glaube, das Ding ist effektiver wie unser Staubsauger. Ja, wollte gerade sagen, ist denn dein Staubsauger kumpel. Ey, aber das ist mega nice. Guck mal, kann man, den muss man nur so einen ganz leichten Stups geben. Ja, cool, ey. Lass mal ey, Felix, das sieht ja auch so aus wie auf dem Bild der Dreijährige. Das passt jetzt so. Oh, ey, krass, wie schnell das sogar ist. Okay. Oh, Alter. Ey, Alter. Felix, ganz ehrlich, musst du kommen. Da hast du mal echt was gebraucht, was cool ist. Oh, Alter, der ist voll geil, oder? Niemals! Nein, du hast ein Tor gewinnt, Alter! Ach, er hat das Tor geschossen? Du hast den von da ab. Du hast das Tor geschossen, glaub ich. Da stand das Tor, da war der drin. Ja, läuft, Alter. Ja, wir machen direkt ein Match, Alter. Einmal muss ein bisschen Schiedsrichter sein. Philipp und ich haben nämlich zusammengebaut, wir müssen es erst spielen. Was muss man ja davon haben, ja? Also, Schiedsrichter, mach einen Schuss. Ich lasse den zwischen euch laufen. Ich schieb den langsam an. Und sobald er in der Mitte von euch ist, sage ich los und dann dürft ihr anfangen. Okay, ich mache noch einmal Weißabgleich. Two. Gut. 3, 2, 1, los! Nein! Ich bin ein bisschen aus der Puste. Aber hier, ne? Neuer Merch. Aber 11 Meter spielen. 11 Meter? Oh, ist echt sehr gut. Aber den ganzen. Dann können wir auch alles spielen, nämlich. Wann muss berührt werden? Oh, ah, ja, okay, das ist geil. Das hier ist der Schatten hier. Also, Leute, da ganz hinten in 10 Meter Entfernung. Das ist das Tor. Jetzt 11 Meter schießen. Einmal muss die Wanne berührt werden. Erster, der Sturm hier. Los geht's. Oh! Aber es war hier ausgerutscht, ne? Aber jetzt schon leicht. Oh! Das war geil. Das war fresh.
Der Druck ist hoch, nachdem Thomas getroffen hat. Das war genau der Plan. Ich hatte leicht an die Rechnung gekommen. Und dann kann es. Da kommt er! Da kommt er! Da kommt er! Da kommt er! Los, los! Pust, pust, pust! Oh. Der war doch ohne Schmerz! Das war nix. Damit ist jetzt Leon dran. Ja, Leon, gib alles für die Ehre von Team Spielkind. Oh, das ist so! Oh, so knapp. Gefeuert? Ja, gefeuert. So, jetzt hier. Wow! Oh. Oh komm, das ist es nicht mein Ernst! Das ist nicht mein Ernst! Nein! Bleib beim Rennsport! Der könnte, der könnte! Ja! Oh, Pieke! Schon der Pieke! Guter Schuss, oh, der könnte, der könnte! Nein! Er verhungert! Thomas hat jetzt die Chance, alles klar zu machen. Drittes Mal, aber dann. Wenn du jetzt triffst, dann bist du der Einzige, der dreimal getroffen hat in drei Runden. Okay. Dann hättest du auf jeden Fall den Preis, also einen schwebenden Fußball, sicher. Ja, was denn? Da schaffst du schon durch, oder? So. Nein, mein letzter Versuch hier zu Gläubig. Du erst weg, ja? Du kannst nach mir, schön, okay, ja? Warte. Nee, erst mal weg. Einmal hier Ego-Perspektive, Leute. Meine letzte Chance, um nicht letzter zu werden. Der geht! Jetzt komm schon, los! Ich hab alles gegeben. Das ist nicht traurig, du tust mir voll leid. Du bist halt echt. Du siehst so durchaus. Ich hab alles gegeben. Ich hab noch so Curling-mäßig, weißt du, ich war ja noch so. Alles sauber, was ist das hier? Komm. Ja, pass auf, zieh doch. Oh. Leute, ich habe leider 0 Punkte, aber Freddy hat auch bisher 0 Punkte, seine letzte Chance. Oh! Ja. Das war ein guter Versuch, aber das war leider nichts. Wir sind beide Letzte. Warte, Moment, warte, welcher Platz bin ich, Felix? Du bist Letzte. Was? Entschuldigung. Komm, ich weg von 1980, kann ich. Aber jetzt hat, das heißt, die einzige Chance jetzt noch zu gewinnen, hat Philipp. Ja, und der ausfällt. Deswegen muss er als letzter schießen. Leon darf auch noch einmal schießen. Ja, dann mach ihn halt rein. Oh. Oh. Ja. Das war nichts. Das heißt, Freddy, Leon und ich alle 0 Treffer. Das war ja auch. Das ist falsch. Zwischen Thomas, der 2 Treffer hat, und Philipp, der bisher 1 Treffer hat. Aber er könnte jetzt noch einen zweiten machen. Hier ist der Ball. Fertig, Spielchen. Das war so klar. So, okay. Ey, nice. So was hat mich jetzt echt verdient auf jeden Fall. Der Ball ist Glückwunsch. Der Ball gehört dir, die Tore auch. Dem Remi-Kind. Du auch super gespielt. Ich hab für uns gewonnen. Krass, hast du gewonnen? Ja. Gewalt. Wow. Das, gut, dass wir ohne Rewe gespielt haben. Vor möchte ich nicht. Alles klar. Das war's für den heutigen Spiegeltag. Wie immer hier ein bisschen durcheinander. Gewinner auf jeden Fall Thomas heute gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir hatten ihn hier im UFO auf jeden Fall. Das war's für den heutigen Vlog. Morgen gibt's einen normalen Vlog. Aber hier Freitag, Feierabend, da kann man sich immer sowas gönnen im UFO, würde ich sagen. Und für euch war es damit heute hier mit dem Spiegeltag am Samstag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönes Wochenende euch noch. Und macht's gut. Bis morgen. Ciao. Das ist jetzt mein Schwebeball, okay? Das ist jetzt unser Schwebeball. Das ist UFO-Farbe. Jeder davon muss ein bisschen was auf die Lippen bekommen. Nein. Das hilft dir. Was habt ihr gemacht? Gemeinschaftsgefühl, Junge.